So, und zwar, Jetzt, ich glaube, ich für mache heute haben wir jetzt. die KI-Ecke abgeschlossen, oder? Ja, ich denke schon. Passt. Ich mache jetzt gleich weiter. Und zwar, weil wir letztes Mal geredet haben über E-Autos und die Preise deutscher Hersteller. VW hat jetzt das 20, der 20.000 Euro VW im Elektrobereich rückt näher. Also VW hat den ID.1 angekündigt. Und das soll dann offiziell ein 20.000 Euro Auto werden. Ich glaube, VW erst was, wenn sie es auch wirklich auf den Markt bringen. Ja, es ist aber so, Skoda. Hat auch einen vorgestellt, ja. Ja, der war Der Epic. sogar. Ja, danke, du warst sogar da schneller als ich. Ja, weil ich Namen ziemlich cool finde. Wie heißt der nochmal? Epic. Epiq. Epic, ja. Und da muss man ja sagen, Skoda ist jetzt ein Teil vom VW-Konzern und der startet bei 25.000. Wer hat jetzt VW die Discount-Marke von Volkswagen? Na, ich glaube einfach, dass halt das Ich glaube, der Epic ist größer. da steht, Epic könnte der für die Preise bislang Elektros unter 30.000 Euro Ja, Mangelware, soll der und der Preis. Epic ist das Schwestermodell vom ID2. Also ist ein Genau, bisschen größer, ja, genau, ja. ist natürlich Skoda hat halt den Vorteil, dass sie dann immer ein bisschen günstiger gewesen. Ja. Nein, ich meine, weil mit dem 20.000 Euro E-Auto redest du vom ID.1 und der Epic ist Das eben ist klar, ID.2. Okay, das ist eine passt, andere ja. Plattform dann natürlich oder halt ein anderes Konzept. Aber man muss sagen, was zumindest da jetzt einmal der Vorteil war, dass die chinesischen Modelle so günstig waren, dass andere jetzt auch nachziehen müssen. Ja, jetzt kommt langsam der Volkswagen-Konzern auch drauf, dass das Volke doch auch gern einfach praktische und günstige Autos hätte und Naja, nicht an 60.000 Euro Passat. das Problem ist, ja, das ist nicht die Mehrheit der Autobesitzerinnen und Besitzer. Das geht sich nicht aus, weil, seien wir uns einfach nochmal, das haben wir eh das letzte Mal schon gehabt, 60.000 Euro für ein Auto ist einfach schweineviel Geld. Ja. Und vor allem, wenn man bedenkt, was das Durchschnittsgehalt monatlich ist, wie soll sich das ausgehen? Genau das ist es. Und jetzt kommt halt VWA langsam drauf. Puh, irgendwann gehen uns die Kunden aus, die eh schon unsere teuren Autos haben. Vor allem, man muss ja auch eine Sache bedenken: Das 60.000 Euro Auto ist in 5 Jahren nichts mehr wert. Das, Und ob ein 20.000 Euro Auto in 5 Jahren nichts mehr wert ist oder 60.000 Euro Auto in 5 Jahren nichts mehr wert ist, macht keinen Unterschied. Nur wohl, es macht an, beim Kauf macht es einen Unterschied, es ja. macht einen Unterschied für deine finanzielle Lage, weil du kannst ja theoretisch dreimal das Auto kaufen dann. Dass da nichts mehr wert ist, ja. Richtig, aber dann hast du wahrscheinlich bis zu deiner Pension Autos gehabt. Ja, genau. Das ist halt der Unterschied, weil natürlich rein von der Logik her, wenn ich dich jetzt fragen würde, du hättest eine Alternative, dass du zur Arbeit kommst und du müsstest kein Auto besitzen, würdest du wahrscheinlich eh wechseln, wenn die ähnlich komfortabel wäre. Würde. Wahrscheinlich sogar, wenn du einen Bus hättest, der alle Viertelstunde fahren würde, von da unten weg, würdest du wahrscheinlich mit dem Bus fahren. Er muss nicht alle Viertelstunde fahren, aber alle 30 bis 45 Minuten. Dann würdest wahrscheinlich eh da schon sagen, ich setze mich im Bus ein. Ja, würde ja wirklich machen, ja. Weil dann sagst du, okay, dann mache ich halt was. Blöd gesagt, und wenn du die Switch mitnimmst und auf der Konsole spielst. Ich kann entweder schlafen oder ich klappe mein Notebook auf und check schon in der Früh gleich meine E-Mails. Da bin ich im Zum Büro und Beispiel. spare mir das E-Mail-Checken. Also, ja, würde ich machen. Ich mein, weil du sagst, weil wir wissen es ja alle, Autofahren ist im Endeffekt tote Zeit. Ich habe es mittlerweile so optimiert, dass es für mich zumindest keine tote Zeit ist, da ich interessante Podcasts und Blinkist höre. Zumindest Das lerne ich was schon. dabei. Das eh, aber das könnte ich zum Beispiel neben den E-Mails checken auch machen. Ja, das kann ich nicht. Ich kann nicht Podcast hören und arbeiten. Das geht nicht. Ja, mit dem Co-Pilot geht das schon. Nein, das geht leider nicht.
Hätte ich gern, dass ich Blinkist bei uns Werbung gekauft hätte, weil jetzt habe ich die einmal im positiven Sinne erwähnt, dass sie den Dienst nutzt. Jetzt könnten die eigentlich bei uns eine Werbung schalten und wir würden ein bisschen Geld verdienen. Sagen wir so, geh noch mal jetzt kurz auf den Wikipedia-Artikel, dann glaube ich, weißt du, warum die bei uns keine Werbung schalten. Ja, was ist da? Ja, die Seite wurde zum sofortigen Löschen vorgeschlagen. Ja. Das Also ist, glaube es hat sich heute noch nichts geändert. Wir halten uns ich seit sage mal fast zwei so, Stunden. ich muss nach wie vor sagen, die Begründung ist relativ schwach. Ich verstehe die Begründung. Spezifische Details zur Rezeption oder Kritik des Podcasts sind nicht verfügbar. Heißt das, wir sollten da einfach unten ein paar Kritiken aus dem iTunes Store hernehmen? Naja, theoretisch, ich könnte jetzt auch auf der Homepage eine eigene Sektion machen, wo ihr Kritik verfasst. Spezifische Details zur Rezeption? Hammer, das ist der kleine Zeitungartikel. Oder ach so, zur Rezeption und er Ja, stört ganz sich unten. nur an dem Ja, Punkt. genau, ja, das meine ich damit. Das ist der Punkt, wo ich sage, das ist relativ schwach. Das ist dargestellt. Ah, na, er hat uns zitiert. Er hat das spezifische Details, weil es bei uns im Text so drin steht und er sagt, daraus folgend ist es irrelevant. Ja. Das ist witzig. Also sagen wir so, es ist nach wie vor lustig. Ja, aber unser Eindruck begründet es ja eh, dass es ein nischigerer Podcast ist. Ja, richtig. Dargestellte Irrelevanz, das gefällt mir. Das ist Okay, lustig. kommen wir zurück zu die Erde, das ja. Ja, also es ist ja wurscht, es gibt noch andere, sie haben da in den Artikeln noch schöne andere, den Fiat 500e gibt es auch um 29.000. Und es tut sich langsam was, sagen wir einfach, wie es ist. Ja. Langsam, also es kommt langsam in Fahrt. Es war gestern, glaube ich, oder war das gestern? Es gibt da vom ORF so ein neues Magazin, wo diese ganzen Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten immer so ein Thema bearbeiten. Warte mal, das suche ich jetzt sogar raus, weil das habe ich sogar echt interessant gefunden. Wie hat's denn Jetzt Kassen? ist, warte mal, ich suche das jetzt schnell Wie raus. heißt die DVD beim ORF jetzt? Gibt es nach wie vor DVD, das ist vollkommen wurscht. Leitete weiter, oder? Ja. Ah, weltweit heißt das Magazin. Warte mal, ich verlinke es da rein. Okay. Und zwar, da haben sie das Thema halt von unterschiedlichen, also Norwegen ist ja doch Vorreiter auf dem Gebiet nach wie vor. So, ich kopiere das da jetzt rein. Kann man echt empfehlen, war mal so spannend, wie ist das in Amerika, wie ist das in Deutschland und so weiter. Und wo die Probleme liegen, warum das in manche Länder besser funktioniert, warum das in manche gar nicht funktioniert. Haben wir Das in der ist letzten natürlich auch. Sendung besprochen? Ja, es gibt auch das, die haben das so schön aufgeteilt, dass halt viele Vorurteile nach wie vor vorherrschen. Und so weiter. Das Ganze zeigt natürlich drin, dann hat das natürlich auch irgendwas natürlich sehr stark mit Emotionen zu tun, weil das war gerade in Amerika so, die Wellen halt diese blubbernde, knatternde Kiste haben. Weil das ist halt so, es ist auch so in der amerikanischen DNA irgendwo drinnen. So Roadtrip kehrt da dazu und die haben halt viele Motorenwerke früher gehabt oder halt diese ganzen GM, Ford und Ja, die haben halt drin, klar. da gibt es halt ganze Städte, die von quasi dem Verbrenner gelebt haben. Und so ist das halt dann, also es ist sehr, hat mir gefallen, bin ich sogar hängen geblieben. War Zufall, weil ich habe die PS5 eingeschalten gehabt und habe die dann ausgeschalten und dann bin ich unabsichtlich auf den Fernseher gekommen und da war das gerade und da bin ich hängen geblieben. Okay. Okay, cool. Ja, also das war das. Also es tut sich was, sagen wir es einfach so, machen wir es kurz.